Viravankasana, die Stellung des heiligen Viravanka. Sanatani zeigt, wie es geht. Ausgangsposition kann der Langsitz sein. Von hier beuge die Knie, fasse die Hände unter die Knie und verschränke die Hände unter den Knien. Dann ziehe die Oberschenkel zum Bauch hin und strecke dann die Beine so weit es geht. Du kannst dabei entweder die Hände gefaltet halten hinter den Kniekehlen oder die Hände unter den Knien festhalten. Idealerweise gehst du immer weiter, bis irgendwann das Kinn auf die Schienbeine geht. Aber es ist in jedem Fall eine gute Vorwärtsbeuge, eine Gleichgewichtsübung, eine gute Übung für die tiefen Bauchorgane. Viravanka ist der Name eines der 84 Nata-Siddhas, also der großen Heiligen und Yogameister der Nata-Tradition. 84 der Asanas sind benannt nach diesen 84 Nata-Siddhas. Vanka heißt übrigens Vagabund, Vira heißt Held. Man könnte auch sagen, dieser Heilige wird als heldenhafter Vagabund bezeichnet. Interessant bei den Nata-Siddhas ist, dass sie aus unterschiedlichsten gesellschaftlichen Schichten stammen. Wir finden Könige, wir finden Brahmanen, wir finden Vagabunden, wir finden Handwerker, wir finden Bauern und Knechte. Und eventuell war dieser Viravanka einer, der erstmal ein Vagabund war, ein Bettler war, oder er war vielleicht auch einer, der allem entsagt hatte und als Bettelmönch durch die Lande gegangen ist. Mehr zu Viravankasana findest du auf unseren Internetseiten wiki.yoga-vidya.de.